Partystimmung am Georg-Elser-Platz in der Türkenstraße. Gefeiert wird, was das Zeug hält, stundenlang, mit Hunderten von Leuten, als gäbe es kein Corona mehr. Gegen 2.20 Uhr wurde der Platz geräumt. Kurz nach 3 war es hier ruhig. Ich finde es eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also mein Sohn geht hier hinten in die Grundschule. Der muss Maske tragen, sich zweimal die Woche testen in einer festen Klassengemeinschaft. Hier treffen sich 1000 Leute irgendwie, wildfremde. Passt für mich nicht zusammen. Die Leute haben ja wirklich so ein Frühlingserwachen gerade. Deswegen finde ich, glaube ich, sollte man einiges, solange es im Rahmen ist, auch erlauben und zulassen und das Ganze auch in gewisser Weise tolerieren und akzeptieren. Aber ich fand die Stimmung so schön. Und Polizei war relativ viel da, habe ich gesehen, aber alles so entspannt und nett miteinander. Und so kann's, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut okay, weil ich meine, wir sollen das Leben nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, das gehört auch dazu. Mit 30 Streifenwagen und Unterstützungskommandos im Einsatz hatte die Polizei an diesem Wochenende die Lage voll im Griff, um den Feiermassen auch dann Herr zu werden, wenn kein Fußballspiel in der Stadt ist, bedarf es Maßnahmen. Aktuell laufen die Gespräche mit der Stadt. Eine Maßnahme, die bereits umgesetzt ist. Vorschläge, das hat ja zum Beispiel jetzt auch dazu geführt, dass wir im Bereich der Ludwigstraße ein Glasflaschenverbot im Zusammenhang mit diesen Spieltagen haben. Auch wenn das natürlich nicht jeder beachtet und überall berücksichtigt wird, haben wir aber schon festgestellt, dass das eine Linderung schafft, dass es weniger Glas da ist und somit dann auch das Gefahrenpotenzial dort verringert wird, das durch den Glasbruch einfach vorhanden ist und dann natürlich auch durch die Flaschen als potenzielles Wurfwerkzeug. Also sowas unterstützt uns und da ziehen wir mit der Stadt an einem Strang. In 2 Tagen tritt die deutsche Fußballnationalmannschaft zu ihrem 3. Gruppenspiel an. Das Vorgehen der Polizei dürfte in Abstimmung mit der Stadt dann klar definiert sein.